So, hallo Ilke, herzlich willkommen beim Autoimmuntier. Schön, dass du hier bist. Herzlichen Dank. Ja, du bist ja seit ein paar Monaten mit deinem YouTube-Channel präsent für Multiple Sklerose-Betroffene und dein Channel heißt Mit Ilke. Deine persönliche Gesundheitsgeschichte ist, finde ich, auch für Menschen mit anderen Autoimmunerkrankungen sehr inspirierend. Du bist Apothekerin und hast selber MS, seit du eine junge Frau bist. Und die Besonderheit bei dir ist, wie ich finde, dass du dich ja vor 6 Jahren, glaube ich, von dieser herkömmlichen schulmedizinischen Behandlung unabhängig gemacht hast. Das heißt, dass du seit 6 Jahren komplett ohne Basistherapie lebst. Und deswegen passt du perfekt in meinen Themenkreis natürlich rein. Ich sammle ja Kontakte zu Menschen, die ihre Gesundheit selber in die Hand nehmen, die sich trauen, neue und vielleicht auch ungewöhnliche Wege zu gehen. Und das ist für Betroffene sehr wertvoll und auch hilfreich, ne? Weil es genau diese Informationen sind, die den Betroffenen im Medizinbetrieb ja oft fehlen. Also ich finde, es fehlt einfach in der Welt an positiven Erfolgsgeschichten. Ne? Kannst du den Zuschauern vielleicht mal erzählen, was dich damals vor 6 Jahren dazu bewogen hat, dich von der Basistherapie zu verabschieden? Ja, ein wundervoller Wunsch. Ich hatte Kinderwunsch und bei der Multiple Sklerose-Therapie, Basistherapie, ist es so, dass in der Regel, wenn man eine Schwangerschaft plant oder unter der Schwangerschaft keine Therapie macht, um einfach dem Kind eine optimale Entwicklung zu ermöglichen, beziehungsweise bei vielen Therapien ist es absolut kontraproduktiv. Es gibt Therapien, die schädigend sind. Aber soweit es irgendwie möglich ist, wird es ganz klar empfohlen, ab positiven Schwangerschaftstests die Basistherapie abzusetzen. Statistisch ist es auch zum Glück bei der MS so, dass in der Schwangerschaft die Schubrate nachlässt. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Autoimmunerkrankungen auch der Fall ist. Habe ich schon mal gehört, ja. Ja, genau. Ja, wie war denn, kannst du vielleicht noch mal ganz grob sagen, wie so der Krankheitsverlauf war? Also bis dahin, bis zu dieser Entscheidung? Genau, 2002 mit 21, weiß ich nicht mehr, habe ich die Diagnose MS bekommen und habe da erstmal keine Basistherapie gemacht bekommen, empfohlen bekommen, toi toi toi, da bin ich mittlerweile sehr glücklich drüber, einfach weil sich mein Schub, den ich hatte, komplett wieder zurückgebildet hat, beziehungsweise ich nur noch Probleme hatte mit Hitze oder in der Sauna oder beim Sport. Aha. Und mein behandelnder Arzt in dem Kontext mir nicht dazu geraten hat. Später, nach vielen Umzügen und Neurologenwechseln, hatte ich dann mal einen Neurologen, der dann nach ungefähr 6, 7 Jahren, nachdem ich die Diagnose hatte, mir dazu geraten hat. Und ich ja mitten im Pharmaziestudium stand und auch den Nutzen dieser Therapie gesehen habe und mich darauf eingelassen habe, ja, Basistherapie zu machen. Und das habe ich dann auch ungefähr 6 Jahre gemacht. Ich habe gespritzt und hatte viele Nebenwirkungen dadurch, die aber akzeptabel waren, sage ich jetzt mal, oder in den Griff zu kriegen waren. Mein Gesundheitszustand war eigentlich relativ stabil. Also jetzt im MRT kann man immer wieder mal was dazu, aber jetzt nicht merklich. Und ich hatte jetzt keine großen Rückschläge, dass ich jetzt komplett außer Gefecht gesetzt war, wie beim ersten Mal. Ja, okay. Das kann auch schlimmer sein, ne? Oder? Also definitiv. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für Multiple Sklerose bin ich ein absolutes Positivbeispiel. Was, ich meine, man weiß ja nie, warum, wieso, weshalb, aber... Hast du deinen Verdacht?
Ich glaube, mit Sicherheit kann ich das nicht sagen, aber es ist natürlich auch immer die Einstellung zu sich selbst, die Einstellung zur Krankheit, wie bewusst man mit seinem eigenen Körper umgeht und wie achtsam man mit sich und seinem Leben und mit seinem Umfeld ist. Also Stress ist, glaube ich, das große Stichwort, wie man einfach mit einem niedrigen Stresslevel sein Leben gestaltet, aktiv gestaltet. Das ist so, wo ich denke, das ist wahrscheinlich ein sehr großer Grund, warum es mir in den fast 20 Jahren jetzt einfach gut ergangen ist. Ja, das ist total schön zu hören. Das ist ja bei mir eine ganz ähnliche Geschichte, ne? Also in dem Moment, wo ich mich von diesem Stress loslösen konnte, da ging es mir ja dann auch besser. Das sind ja oft so Sachen, die ineinander greifen, ne? Dadurch, dass man achtsamer ist, merkt man erstmal, was man sich die ganze Zeit angetan hat vorher und ist dann erst in der Lage, diese Dinge auch abzustellen, ne? Ja. Du hast ja dann deinen YouTube-Channel angefangen, das war, glaube ich, 2018, ne? Und begonnen eben für andere MS-Betroffene so eine schöne Videoserie aufzubauen, wo man sich zu allen möglichen Lebensthemen Rat und Hilfe holen kann. Warum machst du das? Wieso machst gerade du das? Ich mache das, weil ich es hat was mit Ganzheitlichkeit zu tun. Ich habe diese Krankheit wirklich einen ganz, ganz langen Zeitraum, eigentlich ja bis 2018, nicht wirklich in meinem Leben haben wollen. Ich habe es ignoriert oder soweit ich es konnte. Ja. Und das ist ja auch etwas, wenn man gegen etwas kämpft, was zu einem gehört. Ne? Ist ja auch ein Stressfaktor. Und 2018 kam wirklich die Idee, das gehört zu mir und mir ist es, ich habe einen Schatz in mir. Also das ist, mir ist es gut gegangen und ich kann anderen helfen. Zudem kommt einfach auch mein pharmazeutisches Wissen und die Erfahrung einfach mit, wie man Krankheiten behandelt. Also jetzt nicht als Arzt, sondern einfach so, wie therapiert wird, dass ich da ein gutes Gefühl zu habe. Aber ich das Gefühl habe, ich habe unheimlich viel zu geben, wenn jemand möchte, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Das ist nämlich das, was mich, ich liebe meinen Beruf als Apothekerin, also von ganzem Herzen. Aber in der Regel ist es so, die Verantwortung für die eigene Gesundheit, die wird so gerne beim Arzt oder an die verschriebenen Medikamente oder an die Beratung in der Apotheke oder grob gesagt ans Gesundheitssystem weitergegeben. Ja. Und der Schlüssel ist ganz klar, sich selbst dafür verantwortlich zu fühlen, dass man vielleicht sich nicht immer komplett heilen kann, aber ganz, ganz den größten Teil selbst in der Hand hat. Durch ganz einfache Änderungen im Leben. Und das möchte ich einfach weitergeben und mit Menschen inspirieren, das zu tun, weil aus dieser Denkweise rauszukommen. Wenn der Arzt sagt, du musst diese Therapie machen, damit du gesund bleibst oder gesund wirst und du aber total unter dieser Therapie leidest, dann stimmt was nicht. Und dann kann man sich aber auch immer, egal ob mit oder ohne Therapie, fragen, was kann ich denn dazu beitragen, damit es mir besser geht? Und da gibt es so viele Möglichkeiten und da möchte ich einfach zu aufrufen, dass man nach diesen Möglichkeiten sucht und seinen eigenen Weg einfach da, weil ich glaube nicht, dass jede Ernährungsumstellung die Lösung für jeden ist. Mhm. Also da das ist auch mal ein Entwicklungsschritt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Da passt nicht immer gleich alles, aber jeder hat die Möglichkeit, zu seinem jetzigen Zeitpunkt
einen ganz kleinen Schritt zu machen. Das geht einfach. Ja. Ja, das ist ja oft so, dass die Leute erstmal drauf kommen müssen, dass sie was machen können. Also viele denken ja, der Arzt wird ihnen das schon erzählen, wenn es das und das und das gibt. Nur das ist ja oft gar nicht der Fall, ne? Weil Ärzte sich ja mit zum Beispiel Ernährungsthemen überhaupt nicht befassen oder auch nicht die Zeit haben, sich da stundenlang mit jemandem über Stressfaktoren im Leben des Patienten zu unterhalten. Ne? Das ist ja überhaupt nicht ihr Job. Und das ist der springende Punkt. Sie sehen nicht, dass sie da diese Macht hätten, dem Patienten oder der Patientin halt wirklich weiterzuhelfen, wenn sie eigentlich mal an einer ganz anderen Baustelle arbeiten würden. Ja, aber dafür ist unser Gesundheitssystem ja auch nicht da. Genau. Also ich meine, da darf man ja letztendlich auch überhaupt keinen Vorwurf machen. Nee, ja. Das darf man nicht erwarten. Ja, genau. Und das wissen viele Patienten nicht. Die gehen halt zum Arzt und denken, da werde ich wohl die super-duper beste Behandlung bekommen, die ich bekommen kann. Kriegen sie auch, aber halt nur medikamentös. Ne? Ja, oder mit irgendwelchen Interventionen oder Operationen oder Therapien. Ne? Ja. Ja, also die Palette ist halt irgendwie begrenzter, als man meint. So. Ja. Und, ne? Und teuer und oft nicht so nachhaltig, wie als wenn man am Grundproblem was ändert. Ja. Also weiß man ja nicht immer, aber ich glaube, es ist wirklich nachhaltig, einfach wirklich immer nach den Gründen zu fragen und auf sich selbst zu schauen und sich immer wieder fragt, wie kam es denn dazu? Mhm. Ja, ich finde das immer sehr schön, dass so zu sehen, dass viele, also viele Leute mit Autoimmunerkrankungen dann, so unterschiedlich sie sind, diese Erkrankungen, doch diese eine Gemeinsamkeit haben. Ne? Also dieses sich so abarbeiten am Gesundheitssystem, da dagegen Wände rennen und dann letztlich irgendwann auf den Trichter kommen, aha, ich muss es selber machen. Das ist irgendwie immer dieselbe Geschichte. Ja, oft ist es halt so, dass man halt auch unten am Boden liegt und einfach merkt, so geht's nicht weiter. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Und dann halt wirklich schaut, wie man sich selbst aus der Scheiße ziehen kann. Ja. Ne? Also jetzt. Ja, so auf die harte Tour. Ne? Der Leidensdruck ist dann so hoch, dass es nicht mehr geht. Oft ist es so, ja. Oft ist es so. Ja, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt heute eine neue Diagnose MS bekommt? Ich finde und fand es für mich sehr wichtig, erstmal zu verstehen, was da in diese Krankheit zu verstehen. Also ich habe die Diagnose MS bekommen und ich wusste nicht, was es ist. Ich fand es total angsteinflößend, dass es in meinem Kopf, in meinem Gehirn ist und auch sowas wie Todesängste, Ängste, ein sehr bald ein Pflegefall zu werden, Zukunftsangst. Also das war so das ist, was einen halt auch lähmt oder mich gelähmt hat oder dieser Schock, keine Ahnung. Mm. Was ich dann gemacht habe, ist wirklich erstmal zu begreifen, was diese komplexe Krankheit wirklich ist, was nach wie vor schwierig ist, weil keiner dir sagen kann, wieso diese Krankheit da ist und woher sie kommt und es ist alles nur statistisch und Vermutung. Mhm. Aber halt, dass man ein ungefähres Gefühl dafür bekommt. Und dann würde ich sagen, dann hat es, dann ist es, glaube ich, wichtig, den Weg zu sich selbst zu suchen und zu schauen, welche Haltung man sich selbst und dieser Krankheit gegenüber einnehmen möchte. Ob man jetzt wirklich sich als Opfer fühlen möchte oder es ignorieren möchte oder kämpfen möchte oder vielleicht auch schaut, kann ich mit meiner Krankheit gehen? Okay. Wie können denn Menschen, die deine Erfahrungen nutzen möchten, dich finden im Internet?
Ja, einmal meinen YouTube-Kanal mit Ilke, da können die sich ja durchklicken oder auch also gerne schreiben, was sie für Themen haben, die ich noch behandeln darf. Dann habe ich meine Webseite www.mitilke.de, die ja, also die darf noch ein bisschen verbessert werden, aber grundsätzlich kann man da über mich was lesen und mein Angebot finden. Auf Instagram und auf Facebook bin ich und da darf man sich sehr gerne mit mir vernetzen und es wird noch eine Menge mehr kommen. Sehr schön, da sind wir gespannt. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, ich finde es immer sehr, sehr interessant, dass eben auch Leute mit anderen Autoimmunerkrankungen ganz ähnliche Probleme haben wie das, was ich erlebt habe und bestimmt viele andere auch. Ja. Und ja, es ist so wichtig, dass du das tust, Margareta. Es ist einfach so wichtig. Danke dir. Also vielen Dank. Ciao.